Schauen wir uns nochmal genauer die lexikalische Analyse an. Was passiert in der lexikalischen Analyse? Welche Aufgaben werden ausgeführt? Zunächst werden Trennzeichen und Kommentare entfernt. Das sind Bestandteile von Programmen, die in dem eigentlichen Sinne keine Bedeutung haben, die nur dafür dienen, Programme verständlicher vom Source Code her gestalten zu können. Anschließend werden dann Token erkannt. Als Token bezeichnet man Zeichen, die bedeutungsmäßig zusammengehören, wie Schlüsselwörter, Bezeichner, Symbole oder Zeichenketten. Was das im Einzelnen sind, dazu in folgenden Unterrichtseinheiten noch mehr. Wir schauen uns das aber mal an einem Beispiel an. Hier haben wir einen Teil eines Java-Programms, eine sogenannte Schleife. Diese Schleife macht folgendes, dass solange der Wert einer variablen Zahl größer gleich 17 ist, der Wert innerhalb der Schleife um 1 erniedrigt wird. Dieser Programmcode wird jetzt in der lexikalischen Analyse in Token zerlegt. Das sind, wenn ich mich beziehe auf die Programmiersprache Java, dann folgende Bestandteile. While ist ein Schlüsselwort. Es wird im Zusammenhang mit Schleifenanweisungen benutzt. Dann kommt die Klammer. Das Leerzeichen wird hier entfernt, das hat keine Bedeutung, das könnte hier auch wegfallen. Das dient nur der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit vom Programm. Dann kommt der Bezeichner Zahl, der Bezeichner für eine Variable. Dann das Symbol größer gleich zum Vergleichen von Werten. Und dann das Literal 17, was den Wert 17 kennzeichnet. Dann Klammer zu, geschweifte Klammer auf. Dann kommt wieder Zahl, dann das Symbol gleich als Zuweisungsoperator, Zahl, der Minusoperator, das Literal 1, das Semikolon und die geschweifte Klammer zu. Diese Tokenfolge wird jetzt vom Scanner an den Parser weitergegeben.